Kapitel 7 – Das KNX-Telegramm. In diesem Kapitel besprechen wir den detaillierten Aufbau des KNX-Kommunikationsprotokolls, das vereinbarungsgemäß KNX-Bus-Telegramm genannt wird. Wir erfahren außerdem, weshalb die KNX-Datenübertragung auf Twisted Pair, also der Zweidrahtleitung, besonders effektiv und sicher ist. Um verstehen zu können, wie die Datenübermittlung in einem verteilten seriellen System ohne Synchrontakt abläuft, stellen wir uns eine Gesprächsrunde mit mehreren gleichberechtigten Teilnehmern vor. Eine solche Gesprächsrunde erfordert die Einhaltung bestimmter Regeln. Diese lauten: Erstens, jeder der Teilnehmer darf reden, solange nicht bereits jemand anderes redet. Zweitens, die Sprechdauer ist auf eine maximale Sprechzeit je Aussage begrenzt. Drittens, sollten einmal mehr als ein Teilnehmer gleichzeitig zu sprechen beginnen, muss ein Verfahren bestimmt sein, wie eine dann entstehende Sprechkollision behandelt und gegebenenfalls aufgelöst wird. Viertens, es gibt grundsätzlich zwei Arten der Kommunikation: die direkte zwischen zwei Gesprächspartnern, die aus einer Reihe von abwechselnden Aussagen besteht, und die ungerichtete, in der die Aussagen an alle anderen Teilnehmer gerichtet sind. Übertragen auf KNX sieht das dann so aus. Erste Annahme: Ein Telegramm wurde soeben mit einer abschließenden kurzen Sammelquittung beendet. Nun tritt ein neues Ereignis auf, zum Beispiel Betätigung einer Taste zum Einschalten einer Lichtquelle. Der Taster muss zunächst warten, bis die vereinbarte Wartezeit T1 zwischen zwei Telegrammen abgelaufen ist. Dann beginnt er seinen Sendevorgang. Vorausgesetzt, dass er jetzt der einzige Sender ist, wird nun das gesamte Telegramm auf der Busleitung übertragen. Es wird gleichzeitig von allen anderen Teilnehmern dieses Liniensegmentes empfangen, übrigens sogar vom Sender selbst. Dann gibt es eine weitere Pausenzeit, T2. In diesem Zeitraum überprüfen alle Empfänger des Telegramms, ob es logisch okay ist und ob sie eventuell darin angesprochen, also adressiert wurden. Alle angesprochenen Teilnehmer senden nach Ablauf von T2 gleichzeitig eine einfache Quittung zur Bestätigung, dass das Telegramm bei Ihnen angekommen ist. In der oben zum Vergleich angesprochenen Gesprächsrunde würde das bedeuten: Der Sprecher fordert die Zuhörer auf zu antworten, ob sie seine Aussage verstanden haben. Die Zuhörer antworten gleichzeitig mit: Jawohl, haben wir. Telegramm Aufbau. Gehen wir jetzt weiter ins Detail und betrachten uns den Inhalt des Telegramms. Man spricht immer von einem sogenannten Header und der Nutzinformation. Im Header, oft auch als Protokollrahmen bezeichnet, befinden sich busspezifische Informationen, die für die Übertragung vom Sender zum Empfänger notwendig sind. Die Nutzinformation enthält die eigentlichen für eine bestimmte Aufgabe erforderlichen Daten. Außerdem beschreibt der Aufbau auch die Strukturierung der gesamten Protokollinformation. Bei KNX werden die Daten zeichenweise übertragen. Berechnung des Zeitbedarfs. Ein Zeichen im KNX-Telegramm besteht zunächst aus 8 Datenbits oder einem Byte. Weil es keinen Synchronisierungstakt gibt, muss innerhalb des Zeichens zusätzliche Informationen mitgesendet werden, die die klare Unterscheidung der einzelnen Zeichen voneinander sowie deren gute Wiedererkennung ermöglicht. Dabei handelt es sich einmal um Start- und Stopp-Bit. Andererseits wird auch ein sogenanntes Paritätsbit mitgesendet, mit dessen Hilfe der Empfänger schon diverse Übertragungsfehler, Bitfehler, aufdecken kann. Schließlich gibt es noch eine 2-Bit lange Pausenzeit, damit auch bei eventuellen Unterschieden im Prozessortakt von Sender und Empfänger
jeweils wieder sicher zum nächsten Byte synchronisiert werden kann. Der KNX-Bus arbeitet mit einer Übertragungsrate von 9600 Bit pro Sekunde. Das bedeutet, dass ein Bit genau 104 Mikrosekunde lang ist. Ein Zeichen besteht aus insgesamt 13 Bit, somit belegt es den Bus für 1,35 Millisekunden. Kommen wir nun zur Gesamtlänge des Telegramms. Für den KNX-Bus wurde in der Norm festgelegt, dass Standard-Telegramme zwischen 1 und 16 Zeichen Nutzinformation beinhalten dürfen, was von 1,35 Millisekunde bis zu 21,6 Millisekunde Sendezeit bedeutet. Für die gesamte Zeitdauer eines Telegramms müssen nun aber auch die Header-Information und Pausenzeiten berücksichtigt werden. Der Header umfasst 7 Zeichen, die Quittung ein Zeichen. Pause T2 ist ebenfalls ein Zeichen lang, während die Pause T1 2 Bit kürzer als 4 Zeichen ist. Das macht zusammen 13 mal 1,35 Millisekunde minus 0,21 Millisekunde, ist gleich 17,34 Millisekunden. Damit errechnet sich folgender Zeitbedarf. Für das kürzeste Telegramm Information nur ein Zeichen. Es handelt sich hierbei um die Telegramme für das Verbindungsmanagement, Verbindungsauf- bzw. Abbau, 18,65 Millisekunden. Für das kürzeste normale Telegramm, Information zwei Zeichen bei einem Bit schalten, 20 Millisekunden. Für das längste Telegramm, 40,25 Millisekunden. In Klammern 16 Zeichen Information. Umgerechnet auf Telegramme pro Sekunde ergibt sich damit maximal 50 Telegramme pro Sekunde, minimal 25 Telegramme pro Sekunde. Merken Sie sich diese Aussage. Ein KNX-Telegramm kann zwischen 20 und 40 Millisekunden dauern. Telegramm-Quittung. Schauen wir uns nun noch einige Zeichen im Einzelnen an. Hier ist das Quittungszeichen dargestellt. Es gibt drei verschiedene Quittungen, wie im normalen Leben auch. Verstanden, Empfang korrekt, nicht verstanden, Empfang nicht korrekt und beschäftigt. Zwar verstanden, kann die Nachricht aber gerade nicht bearbeiten. Wenn die letzteren beiden Quittungen gesendet werden, muss der Sender der Information wiederholen. Das darf er dann bis zu dreimal. Sollte auch nach der dritten Wiederholung immer noch eine nicht positive Quittung resultieren, muss die Kommunikation trotzdem beendet werden. Es gibt übrigens auch den Fall, dass überhaupt keine Quittung kommt. Entweder weil die Zieladresse gar nicht existiert oder weil das Telegramm tatsächlich durch Störungen so stark verändert wurde, dass keiner es für gültig halten kann. Auch in diesem Fall muss der Sender bis zu dreimal wiederholen. Über die Auswirkungen der speziellen Bitfolgen der drei Quittungstypen sprechen wir später, wenn es um die Kollisionserkennung geht. Zahlensysteme. Diese und die folgenden Folien dienen nur zum besseren Verständnis der in solchen Kommunikationssystemen üblichen Zahlensysteme. Während in den Anwendungen auch bei KNX Dezimalzahlen gebräuchlich sind, müssen doch diese Zahlen intern immer wieder in das duale Zahlensystem umgerechnet werden. Zur besseren Lesbarkeit, kürzere Zahlenkolonnen, wird dann jedoch in Darstellungen wie dem Gruppenmonitor das hexadezimale Zahlensystem verwendet. Derjenige, der mit der ETS ein KNX-System projektiert und in Betrieb setzt, muss sich im Allgemeinen damit nicht auseinandersetzen, aber es kann trotzdem hilfreich sein, sich damit etwas näher zu befassen. Datenformate. In Gruppentelegrammen werden, wie wir gelernt haben, anwendungsbezogene unterschiedliche Datenlängen versendet. Diese Datenlängen
müssen auch noch formatiert werden, vor allem wenn es sich nicht nur um ein Bit handelt. Das heißt, sie müssen sogenannten Datenpunkttypen entsprechen. Eine Auswahl davon sehen Sie in dieser Tabelle. Wir haben gebräuchliche Datenpunkttypen bereits im Kapitel Kommunikation bzw. Systemüberblick besprochen. Umwandlung Zahlensysteme. Wenn man gerade keine Rechner-App zur Verfügung hat, die einem Hex-, Dual- und Dezimalzahlen ineinander umrechnet, dann muss man die hier gezeigten Umwandlungsverfahren anwenden. KNX Bitübertragung. Bevor wir uns den einzelnen Bedeutungen der Twisted Pair Telegrammzeichen zuwenden, wollen wir lernen, wie die Übertragung einzelner Bits am Twisted Pair KNX-Bus stattfindet. Wie man sieht, gibt es nur beim Senden einer Null einen Stromfluss. Was dahinter steckt, ist ein elektronischer Schalter im Busankoppler. Übertragermodul, der für die Dauer von ca. 35 Mikrosekunden den Bus kurzschließt. Die Spannung bricht also zunächst zusammen. Nach Öffnen des Schalters steigt sie wieder an, und zwar um das Doppelte des Wertes, um den sie eingebrochen ist. Das liegt an der Drossel im Netzteil sowie an der Drossel im Busankoppler. Kollisionsbehandlung. Die Tatsache, dass nur die Null aktiven Stromfluss darstellt, sorgt dafür, dass man jederzeit erkennen kann, ob noch andere Teilnehmer gleichzeitig senden. Nämlich immer dann, wenn der eine eben diese Null sendet, während der andere Sender nichts tun darf, weil er zur gleichen Zeit eine logische 1 in der Bitreihenfolge hat. Die Null überschreibt also die 1. Der Teilnehmer mit der 1 wird das mitbekommen, da er ja auch merkt, dass die Busspannung einbricht, obwohl er selber nicht sendet. Dadurch muss er seinen Sendewunsch vorerst zurückstellen und warten, bis das Telegramm des anderen Teilnehmers vollständig gesendet wurde. Er muss sogar dieses Telegramm auch jetzt empfangen. Es könnte ja für ihn bestimmt sein. Sie können dieses Verfahren, das man CSMA, CA nennt, auch mit der Benutzung von Walkie-Talkies vergleichen. Drückt man die Sendetaste, kann man sprechen, aber nicht hören. Entspricht Senden einer Null. Lässt man die Taste wieder los, kann man wieder hören, aber nicht mehr senden. Entspricht Senden einer 1. CSMA-CA ist übrigens die Abkürzung für Carrier Sends Multiple Access with Collision Avoidance. Auf Deutsch Mehrfachzugriff mit Trägerprüfung und Kollisionsvermeidung. Im oben gezeigten Bild erkennt man, dass der Teilnehmer 1 im fünften Bit eine 0 sendet, während Teilnehmer 2 eine 1 hat. Somit muss Teilnehmer 2 jetzt die Sendung abbrechen. Noch ein Wort zur Wiederholung. Ein solchermaßen abgebrochenes Telegramm gilt als bisher überhaupt nicht gesendet. Dieser Teilnehmer darf so lange versuchen, sein Telegramm zu senden, bis er es vollständig versandt hat. Erst dann gilt es als erstmalig gesendet, worauf ja dann auch eine Quittung folgt. Wenn wir uns jetzt mit dem Wissen über die Kollisionserkennung noch einmal die Quittung betrachten, da sehen wir, dass die beiden nicht positiven Quittungen bei den Bits D2 und D3 bzw. D6 und D7 gegenüber der positiven Quittung jeweils 0 Bits aufweisen. Diese überschreiben jeweils die 1 Bits der Acknowledge-Quittung und setzen sich damit durch. Durch die unterschiedliche Position der Nullen von Not Acknowledge und Busy kann außerdem auch Busy das NAC überschreiben. Nun zu einem weiteren wichtigen Zeichen im Telegramm, dem Steuerfeld. Es handelt sich um das erste Zeichen des Telegramms. Wenn wir es mit einem Postbrief vergleichen, dann wären hier Informationen wie Priorität
Einschreiben, Porto und so weiter zu finden. Bei KNX Standardtelegrammen gibt es 5 fest eingestellte und 3 variable Bits in diesem Steuerfeld. Betrachten wir zunächst die Leserichtung, was gleichzeitig auch die Zeitachse darstellt, von rechts nach links. Die ersten beiden Bits sind auf 0 fest eingestellt. Da im Zeichen vorher bereits das Startbit kommt, beginnt jedes Bustelegramm immer mit 3 Nullbits. Damit hat es eine besondere Bewandtnis. Wie schon bei der Kollisionserkennung erklärt wurde, sind nur Nullbits auf der Busleitung, zum Beispiel durch ein Oszilloskop, sichtbar. 1-Bits sind passiv. Mit 3x0 in Folge kann somit mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit erkannt werden, dass nun ein echtes KNX-Telegramm beginnt und nicht etwa zum Beispiel nur eine elektromagnetische Störung. Man nennt diese Einleitung eines Telegrammes deshalb auch Präambel. Schon nach der zweiten Null kann eigentlich kein weiterer Busteilnehmer mehr zu senden beginnen. Mit der dritten Null ist der Bus endgültig belegt. Nur bei parallel gesendeten Telegrammen müssen jetzt noch andere Regeln angewendet werden, nämlich die der Kollisionserkennung, wie vorher beschrieben. Die nächsten beiden Bits für die Sendepriorität belegen das. Mit 2 Bit können 4 Prioritätsstufen unterschieden werden. Die höchste Stufe, Systempriorität, verwendet nur die ETS, wenn sie Teilnehmer programmiert oder ausliest. Die anderen 3 Stufen können vom Benutzer in jedem Kommunikationsobjekt eingestellt werden. Aber Achtung, da es nur 3 Möglichkeiten gibt, muss man mit der Vergabe höherer Prioritäten sparsam umgehen. Außerdem greift die Priorität nur, wenn 2 oder mehr Telegramme wirklich gleichzeitig starten. Nach der Priorität folgt eine 1, die ja passiv ist, wie wir wissen, und dann das Wiederholbit. Im Falle eines wiederholt gesendeten Telegrammes muss es gesetzt werden und steht dann auf 0. Der Sinn ist klar. Wiederholungstelegramme sollen so schnell wie möglich rausgehen. Deshalb erhöht man ihre Priorität mit diesem Bit. Andererseits haben höhere, vorherkommende Prioritätsbits trotzdem Vorrang vor einer Wiederholung. Nach dem Steuerfeld folgt bereits die Absenderadresse. Wie wir wissen, die physikalische Adresse des sendenden Teilnehmers. Auch das ist äußerst logisch. Es geht wieder um eventuelle Kollisionen bei parallel gesendeten Telegrammen. Im Steuerfeld ist die Wahrscheinlichkeit immer noch hoch, dass eine Kollision vorliegt, aber nicht erkannt wird, weil die Bitfolgen identisch sind. Nun, mit der physikalischen Adresse kann das aber nicht mehr passieren. Vereinbarungsgemäß darf jede physikalische Adresse ja nur einmal vorkommen. Und deshalb wird es bei kollidierenden Telegrammen innerhalb der 2 Zeichen für die Absenderadresse immer wenigstens 1 Bit Unterschied geben. Somit ist spätestens ab hier entschieden, wer weitersenden darf und wer warten muss. Zieladresse. Zeichen Nummer 4 und 5 stellen die Zieladresse dar. Mit den Informationen über die ersten 3 Zeichen und über die Kollisionserkennung ist jetzt klar, dass ab der Zieladresse nur noch ein Sender weiterhin aktiv sein kann. Während die Quelladresse nur eine physikalische Adresse darstellen kann, wegen der Eindeutigkeit des Absenders, kann die Zieladresse natürlich sowohl Gruppe als auch physikalisch sein, je nach Zweck, der mit dem Telegramm verfolgt wird. Wie diese Adressen aufgebaut sind, haben wir ja bereits an anderer Stelle kennengelernt. Zur Erinnerung hier noch einmal die 3 Möglichkeiten der Strukturierung für die Gruppenadresse. Dreistufig mit der Bitverteilung 5, 3, 8, zweistufig mit der Bitverteilung 5, 11,
und frei ohne festgelegte Struktur. In der freien Struktur kann der Planer selbst festlegen, wie die Gruppenadressen eingeteilt sein sollen und hat somit die höchstmögliche Anpassungsfähigkeit. Wie unterscheidet der Empfänger, ob die Zieladresse physikalisch oder Gruppe darstellt? Nun, da es innerhalb der 16-Bit keine Möglichkeit gibt, das zu tun, kann es nur im folgenden Zeichen nach der Adresse kodiert sein. Auf dem Bild sehen Sie, dass bei Zieladresse 2 Byte plus 1 Bit steht. Es handelt sich um das höchstwertige Bit dieses nächsten Zeichens, das weiterhin auch die Information über den Routingzähler, siehe nächste Folie, und die Länge der Nutzdaten enthält. Wenn dieses Unterscheidungsbit den Wert 0 hat, ist die Adresse physikalisch. Andernfalls, also wenn gleich 1, Gruppe. Routingzähler. Im Kapitel Topologie wurde der Routingzähler bereits besprochen. Hier sehen Sie nun seine Anordnung im Telegramm. Am Routingzähler kann man erkennen, wie oft ein Telegramm bereits einen Koppler oder Router passiert hat. Jeder Koppler vermindert den Routingzählerwert um den Wert 1 und gibt das Telegramm weiter, solange das Ergebnis nicht 0 ist. Außerdem wird natürlich immer die Filtertabelle bei entsprechender Einstellung beachtet, wenn ein Gruppentelegramm vorliegt. Bei Ziel ist gleich physikalische Adresse vergleicht der Koppler sie mit seiner eigenen Adresse und entscheidet dann richtungsbezogen, ob das Telegramm weitergeleitet werden darf. Servicewert gleich 7 wird zum Beispiel vom Servicegerät, was in den meisten Fällen der PC mit der ETS ist, der Routingzähler mit dem Wert 7 gesendet. So verändern die Koppler den Wert nicht. Das Telegramm wird ohne Beachtung der Filtertabelle über das gesamte KNX-Bus-System gesendet und erreicht so die gewünschten Teilnehmer, gleichgültig in welcher Linie diese montiert sind. Bei einer fälschlicherweise linienübergreifend gebildeten Schleife, wie hier zwischen den beiden Subliniensegmenten dargestellt, begrenzt der Routingzähler die Anzahl der kreisenden Telegramme und verhindert so einen völligen Anlagenstillstand. Fehlererkennung und Beseitigung. Da dieser Fehler erfahrungsgemäß immer wieder vorkommt, nun ein paar Hinweise zu seiner Erkennung und nachfolgenden Beseitigung. Zuerst bemerkt es der Benutzer daran, dass alles etwas langsamer als sonst abläuft. Das liegt daran, dass jedes Telegramm die Schleife in zwei Richtungen durchläuft und also immer 12-mal weiter gesendet werden muss, bis der Zähler auf 0 steht. Der Servicetechniker sieht im Busmonitor dann dieselben Bustelegramme mehrfach, aber mit unterschiedlichen Routingzählern. Bei der hier gezeigten Schleife am Ort des Roten Kreuzes und bei Absendung auf dieser Linie zum Beispiel die Werte 6 beim Absenden und 2-mal den Wert 0 beim Empfang. Anhand des Musters dieser Routingzähler Verläufe kann man meist auch erkennen, wo die Schleife gebildet wurde. Bei 6, 0, so wie hier. Wenn zum Beispiel eine Haupt- mit einer Sublinie verbunden ist, dann würde man die lückenlose Routingzählerfolge 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 beobachten und für jeden Routingzähler wiederum 2 Telegramme, außer bei Routingzähler gleich 6. Programmieren oder Analysieren von Busteilnehmern ist in dieser Situation nicht mehr möglich, da die ETS auf wiederholt gesendete identische Antworttelegramme mit Verbindungsabbruch reagiert. Die Suche nach dem Fehler kann sich aufwendig gestalten. Sie verläuft ähnlich wie beim Suchen nach einem Isolationsfehler nach dem Auslösen eines FI-Schalters. Zunächst sind alle Busnetzteile abzuschalten. Alle Drossel-Reset-Schalter sind außerdem auf Reset zu setzen. Das bedeutet, der Bus ist kurz geschlossen.
Nun beginnt man Segment für Segment die Reset-Schalter wieder zu öffnen und das Netzteil einzuschalten. Wenn es auf eine normale Betriebsanzeige geht, also meist grüne LED an, ist das Segment nicht von der Schleife betroffen. Sollte jedoch ein Kurzschluss signalisiert werden, öffnet man jetzt nacheinander alle noch nicht überprüften Reset-Schalter der anderen Segmente. Sobald der Kurzschluss verschwindet, hat man die korrespondierenden Segmente ermittelt. Für den Fall einer einfachen Schleifenbildung, nur eine falsche Verbindung, ist nun nur noch der Ort der falschen Klemmstelle zu suchen. Aber alleine das kann nun auch wieder recht langwierig sein. Bei multiplen Schleifen, mehrfache Verbindungen, geht man mit derselben Logik vor, muss aber darauf gefasst sein, dass es noch wesentlich länger dauert. Deshalb sei hier deutlich darauf hingewiesen, dass auch die Installateure, die nur die Leitungsverlegung machen, über die Folgen allzu schlampiger Verdrahtung informiert werden. Schließlich folgt im sechsten Zeichen noch die Längeninformation für die Nutzdaten. Es handelt sich um die restlichen 4 Bit. Damit wird kodiert, wie viele Zeichen nun noch folgen. Damit hat der Empfänger die Möglichkeit, falsche Nutzdatenlängen zu erkennen und zu verwerfen. Diese Längenangabe ist vergleichbar mit einem Telefax, das mit Deckblatt arbeitet. Auf dem Deckblatt steht dann beispielsweise, dieses Fax enthält 15 Seiten. Wenn der Empfänger nicht genau 15 Seiten bekommt, muss er überprüfen, warum das so ist. 4-Bit-Längenkodierung bedeutet auch, dass maximal 16 Zeichen gesendet werden können. Dabei startet der Zähler naturgemäß mit dem Wert 0, 4 binäre Nullen, was einem Zeichen Nutzinformation entspricht und endet bei 15, entsprechend 16 Zeichen. Bei der Erklärung der Datenpunkttypen haben wir gelernt, dass ein Gruppentelegramm maximal 14 Byte Nutzdaten enthalten kann. Was passiert also mit den beiden weiteren Bytes? Nun, es handelt sich hierbei um Steuerinformationen. Im Bild sind sie als XXXX und BBBB dargestellt. In BBBB stehen zum Beispiel die Befehle Value Write, Gruppentelegramm schreiben, Value Read, Gruppentelegramm lesen, Value Response, Gruppentelegramm Antwort und Memory Write, Speicher schreiben. Auch XXXX haben Bedeutung, allerdings nicht bei Gruppentelegrammen. Das letzte Byte im Telegramm ist das Sicherungsfeld, englisch auch Checkbyte oder Checksumme genannt. Zusammen mit den Paritätsbits der einzelnen Zeichen sorgt es dafür, dass fehlerhafte Telegramme, in denen eine oder mehrere Bits falsch detektiert werden, zuverlässig erkannt und verworfen werden. Hierbei wird ein komplementärer Algorithmus angewendet, der es dem auswertenden Controller-Programm auf einfache, schnelle Weise ermöglicht, die Fehler zu erkennen. Zunächst muss man wissen, dass der Empfänger der Daten Paritäten und Checksumme selber neu berechnet. Anschließend vergleicht er seine Resultate mit den empfangenen Werten. Wenn nur ein Bit Unterschied herauskommt, muss das Telegramm verworfen werden. Der Algorithmus sieht so aus. Über jedes Byte wird eine Quersumme aller Bits errechnet. Das Paritätsbit hat den Wert, den man hinzuaddieren muss, um ein geradzahliges Ergebnis zu erreichen. Das nennt man die Querparität. Mit dieser Maßnahme alleine können 99 von 100 fehlerhaften Telegrammen bereits erkannt werden. Das genügt aber noch nicht. Deshalb wird auch die Längsparität gebildet. Hier werden 8 Quersummen, allerdings der Länge nach über das gesamte Telegramm, gebildet, deren Ergänzung auf ein ungerades Ergebnis in das Checkbyte übertragen werden. Die Bits werden in diesem Falle positionsgleich addiert. Die Fehlerquote beträgt bei diesem Verfahren ebenfalls 1%,
also 99 mal gut, einmal schlecht. Zusammengenommen ergibt sich allerdings die Multiplikation aus beiden Wahrscheinlichkeiten und das ist dann schon 1 zu 10.000. Das bedeutet, dass jetzt nur noch ein von 10.000 fehlerhaften Telegrammen nicht nach diesem Verfahren erkannt wird. Da es aber noch weitere inhaltsbezogene Überprüfungen gibt, zum Beispiel die Nutzdatenlänge, kann man davon ausgehen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein fehlerhaftes Telegramm zu einer normalen Schalthandlung führt, gleich Null ist. Symmetrie in der Signalübertragung. Wir wissen, dass der KNX-Bus erdfrei verlegt werden muss. Das hat nicht nur für die elektrische Sicherheit große Vorteile, sondern auch bei der Signalübertragung. Auch andere Kommunikationsverfahren, zum Beispiel Ethernet, arbeiten aus diesem Grunde längst mit Zweidrahtbussen und nicht mehr mit Koaxialkabeln. Vorteil in Bezug auf die verwendete Busleitung, die ja geschirmt und verdrillt ist, Störeinstrahlungen von außen, wenn sie nicht bereits vom Schirm abgeblockt werden, treffen beide Adern des KNX ziemlich gleichmäßig. Dadurch verschiebt sich das Potenzial beider Adern auch gleich viel. Bei der Bustelegrammübertragung kommt es jedoch auf die Differenz zwischen beiden Adern an und die bleibt immer gleich. Somit haben Störsignale kaum einen negativen Einfluss auf die Übertragungsqualität im KNX Twisted Pair System. Wirkung der Drossel in der Spannungsversorgung. Die KNX-Busleitung dient zwei verschiedenen Zwecken. Zum einen ist sie der Träger für die Kommunikationssignale, die Bustelegramme. Diese stellen eine Wechselspannung dar. Zum anderen sollen aber die Busankoppelcontroller der Busteilnehmer über dieselbe Leitung auch mit der notwendigen Betriebsenergie versorgt werden. Das ist eine Gleichspannung. Deshalb produziert das Busnetzteil auch zunächst eine hochkonstante Gleichspannung mit sehr geringer Restwelligkeit nach der Gleichrichtung. Würde man nun die Bustelegramme einfach auf den Netzteilanschluss einspeisen, würden sie durch die Stabilisatorschaltung sofort kurzgeschlossen werden. Deshalb verwendet man nun eine Drossel zwischen Netzteil und dem Bus. Eine Drossel ist eine Spule und stellt somit eine Induktivität dar. Für Gleichstrom hat die Induktivität keinerlei Wirkung. Da ist nur der Wicklungswiderstand der Drossel entscheidend und der ist sehr klein. Für die Wechselspannung jedoch gilt der induktive Widerstand der Drossel, die Impedanz. Sie ist proportional zur Frequenz der Wechselspannung. Das Netzteil kann somit die Telegramme nicht mehr kurz schließen. Bei den Busteilnehmern muss logischerweise dann das Umgekehrte passieren. Dort muss wieder mit Hilfe geeigneter Elektronik zwischen Wechsel und Gleichspannung getrennt werden. Leitungslängen. Bereits im Kapitel Installation werden die Leitungslängen genannt, die man innerhalb eines Segments nicht überschreiten darf. Hier nun die Erklärungen, wie diese Angaben zustande kommen. Abstand, Spannungsversorgung, Teilnehmer. Hierfür ist der Schleifenwiderstand verantwortlich. Die Busleitung hat einen Schleifenwiderstand von ca. 73 Ohm pro Kilometer. 25 Ohm sind maximal zulässig, damit bei einer maximalen Bestückung am Ende der Busleitung die Busspannung nicht unter die Mindestspannung von 21 Volt fällt. Abstand zwischen zwei Teilnehmern ist das Doppelte wie der Abstand Teilnehmer-Netzteil. Das erscheint zum einen logisch, denn so muss man nicht nachdenken, wenn man zwei Stichleitungen zieht, welche länger oder kürzer sein muss, ist aber zum anderen auch technisch bedingt, in Verbindung mit der maximalen zulässigen Leitungslänge. Hier geht es um die Laufzeit der Datenübertragung. Sie wird durch die Kabelkapazität bestimmt. Es sind zwar nur 120 Picofarad pro Kilometer, führt aber letztlich in Verbindung mit allen anderen Faktoren dazu, dass jenseits der 700 Meter Abstand die Kollisionsvermeidung nicht mehr funktioniert. Die Gesamtlänge
im Segment ist durch die maximal zulässige Kabelkapazität bestimmt. Telegramm-Signalform. Die Signalform der Bustelegramme sieht relativ ungewöhnlich aus und hat nicht viel mit der ursprünglichen rechteckförmigen digitalen Bitfolge gemein. Das ursprüngliche nicht angepasste Rechtecksignal könnte auf einer Twisted-Pair-Leitung nicht übertragen werden. In der oberen Grafik sehen Sie, wie das Signal im Idealfall aussehen sollte. Zunächst kommt ein aktiver Nullimpuls, dem dann der induktive Antwortimpuls folgt. Am Ende der Bitperiodendauer muss der Bezugspegel, also die Busspannung, wieder erreicht sein, damit der nächste Bitimpuls, falls 0, wieder beim selben Pegel beginnt. Das ist wichtig, denn egal, welche Bitfolge gesendet wird, es darf nie zu einer Bezugspunktverschiebung kommen, sonst würde der Empfangskomparator im Busankoppler nicht mehr zuverlässig arbeiten können. Erreicht wird das durch das Tastverhältnis zwischen aktivem Impuls und der restlichen Periodendauer. Es beträgt in etwa 2:1. Mit anderen Worten, der aktive Impuls ist ca. 35 Mikrosekunden lang, danach folgen 69 Mikrosekunden Antwortimpuls. Unten im Bild sehen Sie den realen Signalverlauf eines einzelnen Busteilnehmers ohne weitere Belastungen. Die Amplitudenauslenkung beträgt ca. minus plus 7 Volt. Man sieht, dass die Rückkehr zur Nulllinie nicht ganz funktioniert, aber der nächste Impuls trotzdem genau den negativen Amplitudenabfall erreicht wie vorher. Somit funktioniert das Verfahren wunschgemäß. Maximale Linienbelastung. Diese Oszillographie zeigt den Worst Case, der dann vorliegt, wenn ein Liniensegment mit 64 Teilnehmern besetzt ist und die beiden am weitesten voneinander entfernten 700 Meter Busleitung zwischen sich liegen haben. Oben sehen Sie das Signal am Ort des Absenders. Die maximale Sendeamplitude erreicht nur noch ca. minus 3 Volt. Nach 700 Metern ist sie wegen des Leitungswiderstandes auf nur noch minus 1 Volt gefallen. Außerdem hat sich eine Laufzeit von ca. 10 Mikrosekunden ergeben. Genau der Grenzwert, bis zu dem Kollisionen noch aufgelöst werden können. Vielen Dank. Sie haben das Ende des Kapitels KNX Bustelegramm erreicht.